kleine Einweisung, kleiner Gesamtüberblick. LNDs Zone 42, wie der Name schon unverkennbar sagt. 42, ein Vierkanalmischer. Vier Linefader, jeweils Tiefe, Mitten, Höhenkanal. Anders als bei den großen Brüdern, Zone 62, Zone 92, nur ein Regler, um die Mittenkanäle einzustellen. Reicht mir persönlich aus. Es gibt manche Leute, die empfinden das als Nachteil, aber sind wir ehrlich, um ordentlich die Töne zu beeinflussen, reicht es auf jeden Fall. Was auffällt, LNTs hat hier auf jeden Fall den digitalen Anwender im Fokus. Ganz leicht zu erkennen. Vier Kanäle, jeweils doppelt belegbar. Ich habe 6x Line, nur 2x Phono. Gerade für Leute, die Live-Acts machen, die das Ganze in der digitalen Schiene nutzen. CD-Player, MIDI-Controller, wie auch immer. Anschlüsse en masse. Ein ganz feines Highlight und die absolute Neuerung am Zone 42. Der USB-Anschluss. Eine absolute Neuerung bei LNTs. Dient dazu, einen PC direkt mit dem Mischer zu verbinden. Bisher absolutes Neuland für LNTs, aber sie konnten sich diesem Trend wohl nicht entziehen. Ansonsten die Fähigkeiten im Überblick. Mix-Sektion. Mix-Mikrofon-Sektion. Gain- und Level-Regler. Vorhörbar per Q auf jeden Fall. Bei der Headphone-Sektion nichts überragend Neues. Aber, wie immer, die altbekannten Gimmicks, alles was das DJ-Herz begehrt. Vorher-Funktion. Ich kann den Mix mit in den Kopfhörer mit reinmischen. Die Lautstärke des Kopfhörers auf jeden Fall ausreichend. Bei einem anständigen, halbwegs anständigen DJ-Kopfhörer alles hörbar, was man drauf. Cooles Gimmick von LNTs. Ich habe nicht nur einmal den Anschluss für den Kopfhörer. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen zeigen. Der Kameramann folgt mir unauffällig. Klinke groß. Klinkiker klein, auf gut Deutsch, wenn es hart auf hart kommt, den Übergang spare ich mir einfach. Nicht unbedingt lebensnotwendig, aber gut zu wissen. Kleine Erklärung zum USB-Eingang. Dient als direkte Schnittstelle zum PC. Sehr interessant für Ableton-Nutzer. Leute, die anderweitig PCs, PCs benutzen, um Live-Acts zu machen. Zweites cooles Feature. Direkt digital aufnehmen. Jetzt, ich merke es schon im Chat, da geht die Grundsatzdiskussion los, analog, digital, analog.
ich sag mal, jedem das Seine. Und wenn ich einen Mischer kaufe, der selbst bei günstigen Anbietern wie DJ-Technik ca. 1000 Euro kostet, dann muss der Mischer einfach was können. Per USB direkt rein in den PC, USB-Codec wird erkannt, der Ersatz der MIDI-Schnittstelle. Kann ich euch leider nicht in Echtzeit demonstrieren, aber checkt vorbei beim Hardware-Dealer eures Vertrauens. Schaut euch das an. Ist eine coole Funktion. Frequenzen. Wir haben nicht nur einen Verstellbereich minus 20 plus 4, wie auch immer. Es sind Kill-Potties. Will sagen, kurz hinhören. Dreh ich weg, dann ist er weg. Und mit weg meine ich weg. Sicherlich eine Funktion, dass nicht jedes Mischpult zu bieten hat. Sollte auch anders sein bei einem Xone 42 Standard. Allgemeines Handling. Wahnsinn. Genauso wie der Klang, man ist von Allen und hieß einfach Qualität gewöhnt. Schön. Die Fader butterweich. Natürlich, ich vergaß es fast zu erwähnen. Alle vier Linefader variabel auf den Crossfader zuweisbar. Crossfader abschaltbar. Wie es sich gehört, die Crossfader-Kurve variabel einstellbar. Möchte ich cutten, möchte ich sanfte Übergänge. Jetzt rennt mir aber beinahe die Platte davon. Was kommt davon? Erzählen, erzählen, erzählen. Ich habe so viel zu erzählen über den Mixer. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So. Kleiner Vorschlag von mir. Ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen im Groben, worum es geht. Macht dann nochmal einen ordentlichen Übergang, damit ihr noch die Musik genießen könnt. Hole 3 Minuten Luft. Und dann befassen wir uns mit dem, was einen Allen&Heath Mischer eigentlich ausmacht. Die Filtersektion. Wie immer bei Allen&Heath, keine großartigen Effekte. Nein, ich brauche keinen Flanger, nein, ich brauche kein Echo, ich habe meinen Filter. Allen&Heath Filter, klanglich richtig geil. Kleiner Vorgeschmack. Viel Spaß.